Da haben wir nicht so fokussiert geantwortet, wie ich mir das wünschen würde. Vielleicht ist das aber auch zum jetzigen Zeitpunkt ein wenig zu viel verlangt von der Mannschaft. Fakt ist, dass wir das Spiel auch in der zweiten Halbzeit unter Kontrolle hatten und es nie irgendwie in Gefahr war. Demnach bin ich mit dem Ergebnis auch in der Höhe zufrieden. Und wir haben noch viel Luft nach oben. Aber das ist ja auch schön, sonst wäre ich jetzt hier arbeitslos und das wollen wir alle nicht. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Johannes. Ja, das eine führt zum anderen. Also wir haben die schnellen Körbe in der Offensive durch die aggressive Defensive erzählt. Demnach hat mir mal die Defensive als Basis des Ganzen gut gefallen. Man hat dann auch gemerkt, dass wir diesen Zugriff nicht mehr hatten in der zweiten Halbzeit, wodurch dann auch unsere Offensive ein bisschen ins Schleudern gekommen ist. Wenn wir dann ein bisschen von unseren freien Würfen, dazu zählen Freiwürfe genauso wie freie Dreier treffen, dann ist das noch einmal vom Momentum was ganz anderes und auch vom Rhythmus etwas ganz anderes. Aber das sind gute Würfe, die wir genommen haben, einfach nicht getroffen haben. Aber deshalb würde ich sagen, dass die Defensive für mich so die Basis ist des Ganzen und der Schlüssel. Und dann ist die Offensive das Resultat. Wir hatten in der ganzen Preseason eigentlich nie Probleme zu scoren. Was nicht ganz so klar war zu Beginn, als wir die Mannschaft zusammengestellt hatten und uns gedacht haben, vielleicht fehlt uns ein bisschen offensiv die Kreativität. Aber dem scheint nicht so zu sein. Wir müssen jetzt schauen, dass wir defensiv konstant sind und defensiv immer diese Aggressivität und auch diesen Fokus haben, um entsprechend ins Laufen zu kommen. Weitere Fragen? Johannes? Ja, eine weitere Frage. Wie war die Stimmung heute auf jeden Fall? Also ich wirkte mit Party teilweise auf jeden Fall und eng, auch mit den spektakulären Aktionen teilweise mit den Hessen über Fullcourt-Treffen und den Dunks. Wie haben Sie es gesehen, erst einspielt? Also ich hab eingangs gesagt, dass wir in der Bringschuld stehen und dass wir diejenigen sind, die diesen Funken auf das Publikum überspringen lassen müssen. Ich denke, dass wir das relativ zeitig in der Partie gemacht haben und dann ist das eine schöne Symbiose zwischen Fans und Mannschaft und ich glaube, die Fans merken, dass das Team als solches funktioniert, dass das Team Freude am Spielen hat und dann kann man sich gegenseitig ein bisschen aufputschen und anfeuern und das macht Spaß natürlich auf diese Art und Weise und wird für uns noch ein richtig wichtiger Faktor sein, denn wir werden Spiele haben, wo wir von Auswärtstrips zurückkommen und vielleicht ein bisschen so die Energie vermissen lassen und dann hoffe ich ganz stark, dass unsere Fans diejenigen sind, die die Ersten sind, die uns dann anzündeln und uns die Energie geben und wir das dann zurückgeben können. Also ich glaube, je schneller wir diesen Connex haben zwischen Fans, Team, Team-Fans, umso besser wird das für alle Beteiligten, umso erfolgreicher für uns, umso mehr Spaß für die Fans. Ja, bei 1-1 zunächst einmal, was den stumpfen Rekord anbelangt. Man merkt schon, dass die Vorbereitung für uns nur bedingt aussagekräftig war, da zwei qualitativ hochwertige Spieler einfach gefehlt haben. Man merkt auch, dass die Eingliederung der beiden relativ glatt über die Bühne gegangen ist, ohne gröbere Turbulenzen. Wir sind 10 Mann tief, haben heute sogar mit 12 gespielt, wobei die Rotation war 10 und Leif zweimal reingekommen, also vielleicht 10,5 sogar. Das heißt, da ist von mangelnder Tiefe keine Spur. Es gibt kaum ein Team, das mit mehr als 10 Spielern rotiert, also selbst in der Euroleague nicht. Natürlich ist der Kader, wenn einmal etwas passieren sollte, jetzt nicht so tief aufgestellt, aber man hat gesehen, und das im Gegensatz zur Preseason, dass wir hier wirklich 10 Mann tief sind, ohne jeglichen Leistungsabfall. Und das ist schön zu sehen. Ich glaube, dass wir da noch Lineups finden müssen, wo wir dann genau wissen, okay, wenn wir mit dem Personal draußen sind, so müssen wir angreifen, so müssen wir verteidigen. Da sind wir noch ein bisschen in der Findungsphase. Da sind wir manchmal noch ein bisschen zögerlich und machen ein paar Dinge, die wir in ein paar Wochen nicht mehr machen werden. Aber es geht in die richtige Richtung. Wir, hätte schon fast gesagt, passen ein bisschen besser auf den Ball auf. Das war gegen Berlin zumindest der Fall. Heute bis auf die Schlussphase dann eigentlich auch. Also es geht in die richtige Richtung, definitiv. Ich bin recht happy, wo wir stehen nach im Prinzip 2 Wochen Training mit der gesamten Mannschaft. Und weitere Fragen? Ralf. Joey Charles ist mit Sanitäter in die Kabine, hatte der Cut oder was war das?
Jolie hatte schon einmal einen Cut, wurde da schon genäht oder geklebt, weiß ich jetzt nicht genau, das dürfte wieder aufgegangen sein, oder er hat für Symmetrie gesorgt, nur zum anderen Auge, das weiß ich jetzt nicht. Fakt ist, er ist verheiratet, das heißt, kein Problem. Weitere Fragen? Sehe ich keine, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen schnellen Feierabend hoffentlich.